Manchmal schlägt unser Leben merkwürdige Wege ein. So begab es sich, dass ich, eigentlich Fotograf mit Leib und Seele, im letzten Jahr die Möglichkeit bekam, eine Dokumentation über die Jagd zu drehen. Ich dachte mir, Film ist nichts anderes als bewegte Bilder. Das bekommst du gebacken. Ein paar Erfahrungen hatte ich auch schon sammeln können. Und weil ich Tiere und Natur liebe, war der Auftrag für mich ein Traumjob. Im späten Frühjahr begann ich mit dem Projekt. Natürlich wollte ich einen lebendigen Film, also brauchte ich viele Tieraufnahmen. Alles, was mir vor die Linse kam, wurde abgelichtet. Rotwild, Rehwild, Schwarzwild, Feldhasen, Dachse, Spechte. Mein Bestand an Aufnahmen wuchs und wuchs. Letztlich braucht man für eine gute Jagddoku aber auch Jagdszenen. Mein fachlicher Berater Carsten ist passionierter Jäger und es lag nichts näher, als gemeinsam auf die Jagd zu gehen. Schwarzwild im Weizen wollten wir jagen. Gesagt, getan. An einem Julimorgen gegen 3.15 Uhr trafen wir uns im Revier. Im ersten, leisen Morgenlicht schlichen wir uns durch einen großen Weizenschlag hin zu einem etwa 8 Meter hohen Hochstand. Dort bezogen wir Stellung. Um uns herum Totenstille, bis auf ein paar Feldlärchen in der Ferne. Auch eine Stunde später keine Bewegung im Feld. Carsten beschloss, durch das Feld zu pirschen. Ich wollte auf dem Hochstand bleiben und das Ganze von oben mit dem 500 mm Teleobjektiv verfolgen. Von hier würde ich am ehesten die dunklen Rücken der Schwarzkittel sehen. Carsten schlich durch das Feld. Und immer noch Ruhe. Nur ein Rehbock bellte uns erschrocken an. Es klang fast, als wolle er uns auslachen. Plötzlich Bewegung im Feld. Deutlich konnte Carsten das Schmatzen hören. Nur sehen konnten wir die Schweine nicht. Fast hilflos suchte er zu mir Blickkontakt. Aber auch ich sah von erhöhtem Posten nichts. Also suchte er das Feld weiter ab. Die Schweine mussten in unmittelbarer Nähe sein. Die Spur eines Traktors im Weizen bot kurzen Anblick. Aber zu kurz, um sauber zu jagen. Also dranbleiben. Vor meinen Augen lief ein Jagdkrimi ab. Kurz nachsetzen und da war sie. Die Chance auf einen guten Schuss. Weidmanns Heil. Jetzt galt es, das Schwein zu bergen und zu versorgen. Schwerstarbeit im Weizenschlag. An den Fahrzeugen angekommen, begann die fachmännische Versorgung. Das Tier musste aufgebrochen und das Darmpaket entnommen werden. Hierfür wird das Tier geringelt und dann an den Hinterläufen aufgehangen. So bleibt das Innere des Schweins nach dem Entfernen der Innereien frei von Schmutz und Mikroorganismen. Ein wichtiger Fakt, sollen die Mühen nicht umsonst gewesen sein. Jagd dient nicht nur der Bestandsregulierung, auf dem Wege der Jagd lässt sich auch ein regionales, hochwertiges Lebensmittel mit einer hervorragenden Ökobilanz gewinnen.